Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BMG Drive. Ja, nein. GTA 4 Mod-Vorstellungen. Ja, heute gibt es die FN P90 von dem belgischen Hersteller Fabrique Nationale, also FN kurz. Diese Waffe wird seit 1993 hergestellt und ist eine Personal Defense Weapon, also eine PDW. In ihr Magazin passt 50 Schuss und sie hat 900 Schuss. Also sie kann rein theoretisch, hätte sie ein 900 Schuss Magazin, dieses in einer Minute verschießen. Ja, im echten Leben hat sie einen Einzelschuss-Feuermodus und den vollautomatischen Feuermodus. Diese Waffe hat eine, ist schon beim Download dabei, eine Einstellung dafür, die das alles so einstellen, wie ich es hier habe. Ich habe es nicht verändert, das heißt, ihr müsst nichts extra von mir downloaden. Alles schon dabei. Gut, ich würde sagen, dann testen wir die auch gleich mal aus. Also sie schießt ziemlich schnell, macht aber wenig Damage. Und gleich will ich dann auch euch nochmal was... Ach, das machen wir gleich hier. So, merkt euch mal, wie schnell wir das einfach schießen. Ich fange gleich mal an und... So. So, etwa 3,5 Sekunden. Jetzt gehen wir mal in ein Auto. Ah, ihr habt das schon gesehen, wie schnell er schießt. So, und jetzt... Wartet. Etwa 7 Sekunden. Also viel länger. Das finde ich interessant. Also jetzt weiß ich das erst, dass in den Autos eine dass es eine Beschränkung gibt, wie schnell die Waffen in den Autos schießen können. So. Und hier seht ihr, wie schnell sie wirklich schießt und wie viel Schaden sie macht. Jetzt, also wie gesagt, gibt mehr. Aber es ist schon ganz ordentlich. Und eigentlich könnte man, wenn man unbedingt präzise schießen will, das hier benutzen. Aber uns geht es ja jetzt hier nicht um präzise Schießen, sondern um die Waffe an sich. Und da sieht man nochmal schick vom Strobe-Mod. So. Das einzige Problem bei der Waffe ist wirklich, dass das Magazin halt eben so extrem schnell leer ist. Und da oben können wir sogar rankommen. Nachlädt. Und da haben wir ihn. Das Strobe-Mod ist echt cool. Oh. Gut, also Download-Link ist natürlich in der Beschreibung wie immer. Wie gesagt, auch dieses Mal kein extra Download-Link. So. Dann du und guck raus. Danke. Also eigentlich eine ziemlich präzise, schnell schießende und wenig Schaden machende Waffe. Wenn jetzt hier nochmal einer kommen würde, kann ich nämlich auch nochmal aus der Deckung demonstrieren, wie genau sie dort schießt. Ich kann es leider schlecht sehen. So, da kommt aber einer. Ein Wagen. Und zwar hier von vorne jetzt nicht verletzen. Dass sie dann mal trifft sie, wenn sie aussteigen. Noch den Einschuss und... Perfekt. So, eigentlich war es das dann auch schon wieder. So, aus der Hand geschlagen. Und ja. Also ich würde dann sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Download-Link ist wie immer in der Beschreibung. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.